Gut. Also, ja. Genau. Richmond hat meine Rolle ausprobiert, weil er meinte, das wäre das einzige zweirädrige Gefährt, was er mal noch fahren würde. Deswegen ist er hier um den Pudding gefahren mit dem Roller. Die drei dachten anscheinend, dass er hier einbrechen möchte. Deswegen sind wir darüber mit unseren DOJ-Marken und wollten jetzt quasi ihnen sagen, es gibt einen richterlichen Beschluss, dass sie sich bei ihren Nachbarn mal vorzustellen haben. Die wären wir. Das war der eigentliche Plan, dann waren die aber nicht da. Und dann hatten die da so einen Zettel hingelegt, was zu essen und Geld vor ihre Tür. Und auf dem Zettel stand dann halt, lieber Einbrecher, damit du dir nicht die Mühe machen musst, die Tür aufzubrechen, hast du hier schon mal irgendwie alles, was wir so, ne, was man so braucht. Die dachten, dass Hella Roche mit dem Outfit, in dem er sie ist, mit einem Schal noch drum, auch mit einem Roller ein Einbrecher ist. So, und bei denen einbrechen möchte jetzt. Und ich sehe offensichtlich wie ein Geringverdiener aus und dann bitte verzeihen Sie, es war eine dumme Idee. Und dann hatte ich einfach ihren Mantel genommen, weil der mehr wert ist als irgendwie, keine Ahnung. Weil, wie du siehst, sieht man die Marke halt nicht, wenn er die Weste drüber hat, weißt du? Deswegen hat er den Mantel genommen schnell. Ich habe ihn halt einfach nur reingelassen, habe nichts gesagt. Ich habe ihm dann, als er hier draußen war, schon gesagt, dass du da schlechte Erfahrungen mit hast und dass das keine gute Idee ist. Aber dann wollte ich halt schnell rüber. Dann waren die halt schon im Bett. Jetzt haben wir die Sachen mitgenommen. Da standen auch so Aufgaben drauf auf den Zettel. Ich meine, wenn wir schon da sind, sollen wir nur die Blumen gießen, die Galapagos-Schildkröte füttern und die Boa füttern. Und jetzt haben wir einen Zettel da gelassen und haben hingeschrieben, dass wir das richtig nett gemacht haben. Und ich habe $187 bekommen. So Nachbarschaftshilfe. Richtig. Und dabei haben wir halt eine neue Unit gegründet, weil DOJ hat dann ja nicht mehr gepasst, weil die ja schon schlafen waren. Deswegen haben wir uns DOU genannt. Ist halt so ein bisschen ausgeblichen bei dem J, so ein bisschen, weißt du? Der Strich vom U. Und haben uns dann durchaus operative Unit genannt, die halt hier die neue Nachbarschaftswache macht. Und wollten eigentlich noch sagen, dass die morgen dran sind. Mit dem Dienst an der Nachbarschaftswache. Und dann hast du angerufen, als wir gerade auf dem Rückweg waren. Richtig, unsere Mission war abgeschlossen. Richtig. Und dann wollte Richmond mir schnell den Mantel wiedergeben, den ich dann ganz unauffällig ins Haus getragen hätte, aber dann warst du schon. Tütütü. Tütütü. Mhm. Der Anzug macht dich ein bisschen schmal, du siehst verdammt gut aus. Aber schon schick. Ja, irgendwie schafft er das, seine Muskeln zu verstecken. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ja. Richmond, ich würde euch das beide bitten. Ja. Unsere Nachbarn. Ja. Gerade was Henry und Essex angeht. Ja. In Ruhe zu lassen. Was haben wir denn ich gemacht? Kann es nicht gebrauchen, ja? Wenn ich bei denen auf der falschen Seite stehe. Weil ich sie nerve. Oh, ja, ist ja gut. Zähl ich mal mit. Nein, alles gut. Bleibst du hier? Bitte? Aber eigentlich war es tatsächlich... Sprichst du anders mit mir, bitte? Entschuldigung. Das Ziel war ja eigentlich eher eine freundschaftliche Beziehung. Ich weiß, dass euer Ziel ein freundschaftliches war. Doch das kann ziemlich schnell missverstanden werden. Okay. Also Richmond, ich fasse das für dich nochmal zusammen. Nebenan wohnen Spaßbremsen. Ja, genau. Ach ey. Würdest du auf dem Rückweg den Zettel vielleicht wieder mitnehmen und so $187 und hatte ich nicht Stick? Ja, ja. Nee, aber dann brauche ich noch $187. Ja, ich gebe dir $187. Ist ja okay, du Geringverdiener. Wirklich, mein Gott. Was hat die alles an Bargeld, was ich dabei habe? Hier. Was? Du hast noch so wenig Bargeld dabei? Ich habe jetzt noch 8 Cent dabei, ja. Wie kommt denn das? Ah. Offensichtlich habe ich heute Geld ausgegeben. Ich bringe das schon mal rüber. Also, und wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Abend. Danke, Richie. Wünsche ich Ihnen auch. Ciao. Wenn du so eine Roller willst, kauf dir bitte keinen. Ich habe noch 10. Bitte nimm einen von mir. Den Zettel. Den Zettel. Ach, scheiße. Ja, den Zettel. Das ist vollkommen recht. Ich kann auch ein bisschen mehr hinlegen. Nein, dann fällt's auf. Leg bitte nur das hin und genauso wie es lag. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend. Erst der Zettel, dann das Steak, dann das Geld. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend. Ciao, Richmond. Danke dir. Wenn wir einmal coole Nachbarn haben. Nicht hier oben. Außer Finn. Außer Finn, kann ich gerade sagen. Wie gesagt, also deine
Skin werden definitiv versteckt in dem Anzug, aber du siehst verdammt gut aus. Danke, du auch. Bitte? Ja? Siehst du wirklich, also... Also... Lass uns mal reingehen. Ich hab noch einen anderen gekauft. Lass uns mal reingehen. Mhm. Also ja, ich hatte aufgesperrt, es war nicht eingebrochen. Und die Blumen waren für dich. Ich habe mich voll gewundert, da stehen Blumen und das ist auf. Oh Gott. Ja gut, ja, das kommt also komisch. Ja, das kommt dann. Also ich bin ehrlich, ne? Ja. Wer ist mit Richmond drin gewesen? Ich habe das Ding mit der Waffe gestürmt. Du hast das Ding wahrscheinlich auch so mit der Waffe gestürmt. Ist aber auch schwierig mit solchen Nachbarn. Ja, das ist langweilig. Hallo, das Mana. Ich wusste ja nicht, wie lange du brauchst, deswegen habe ich einfach ein bisschen Unterhaltung mitgenommen. Ja, alles gut. Und ihm gefällt es ja hier, deswegen. Ja, ist leider nichts mehr frei. Zieh dir ruhig den anderen noch an. Weil der wirklich, also du könntest damit eigentlich ins Bett gehen, also. Uff. Was könnte ich? Damit ins Bett gehen. Warum? Naja, so. Weiß jetzt nicht. Ich hasse diesen Blazer, der trägt so auf, Mann. An der falschen Stelle. Der Bus, das ist ein Sack, ja. Weil das ist auch so spannend. Hast du schon fertig? Mhm. Ich muss sagen, der sitzt bei dir nicht so gut. Hä? Der sitzt bei dir nicht so gut. Warum nicht? Na, der sieht aus, als hätte einen Bauch. Wie kann ich meine Muskeln nicht verschicken? Tut mir leid. Ja, nee, da hast du keinen. Da hast du keinen Muskel. Der sitzt einfach nur doof. Und der Schwarze ist, hui. Hattest du den ganzen Tag an? Nein, ich hab den auf Freundes gekriegt. Okay. Ich hab überlegt, mir noch diesen Street Credibility Anzug zu kaufen. Kannst du irgendwie bei den Treffen mal anmerken, dass die sich vielleicht nicht um 23 Uhr treffen sollten? Könnt ihr euch nicht um 22 Uhr treffen, bis 23 Uhr oder so? Wir haben uns schon um 22 Uhr getroffen. Ohne Dimitri? Und ohne Asimov? Ja, warum? Achso, ich dachte, jetzt sind da so ein bisschen die... Also Dimitri zumindest. Kein Treffen ohne ihn oder so. Willst du das wirklich wissen? Weil neben denen stand ich gerade, als du das E-Mod geschickt hast. Das war übrigens das Falsche, deswegen war ich verwirrt. Splittergruppe. Ach ja, hast du mal erwähnt. Ja, eh. Hat Bronco auch das Gespräch mit dir geführt und nicht Dimitri? Ja, Bronco hat mir auch gesagt, dass er zwei Möglichkeiten hatte. Entweder es Dimitri sagen oder mit mir reden. Selber. Mhm. Und wenn er es Dimitri gesagt hätte, hätte ich zwei Gräber schaufeln können. Ja, geht das so. Na gut, eigentlich hat er gesagt, eigentlich hätte ich eins schaufeln können und dann habe ich gefragt, was wäre mit Dom gewesen. Und dann ist er drauf gekommen, dass ich zwei hätte schaufeln müssen. Mal werde ich leid, Liebling, aber du siehst verdammt gut aus in Anzügen. Weiß, danke. Ich hasse sie trotzdem. Ich weiß. Mir hast du auch gesagt, dass mir das ziemlich gut steht, aber ich hasse das auch. Das Blazer-Zeugs und die Westen drunter und. Dann noch so Rollkragenpullover. Mhm. Spannend. Langwierig. Bisschen aufregend, sehr nervig. Trifft das, glaube ich, ganz gut. Wieso ein bisschen aufregend? Wir haben ja wieder keine Zeit. Ich habe gesagt, halt, stopp. Ich habe gefragt, wie dein Tag war.
Oh, jetzt ja, kann ich wieder anziehen. Ha. Und ich habe gesagt, für mehr haben wir keine Zeit. Wieso? Ja, weil dein Biorhythmus oder meiner? Spät ist. Ja, meiner, wenn du so fragst. Hm? Bei meiner sagt noch nichts. Für dich? Ja. Wir haben jeden Sonntag ein Treffen. Ihr habt nicht nur sonntags ein Treffen? Nein, jeden Sonntag. Okay. Also das sind, die sind Standard. Dann weiß ich das schon mal. Die anderen sind halt immer, wenn irgendwas Dringliches ist. Okay. Ah, oh Gott. Hm? Er ist mich beinahe runtergetreten. Bam. Ja, genau. Was war denn aufregend an einem Tag? Erzähl mal. Warte mal, du warst vor mir wach? Ja. Dann kann ich auch das Argument bringen. Du warst vor mir wach und hast mir keine SMS geschrieben? Echt? Hm? Ja, okay, tut mir leid. Ja, das durfte ich mir auch schon anhören. was habe ich gemacht? Ach ja, ich bin erst kurz bei euch vorbei, weil ich dachte, dass Sean da ist. Wie gesagt, weil ich dir das ist. Warst du allgemein schlecht gelaunt oder war es wirklich das, was dir wieder so schlechte Laune gemacht hat? Was war das? Weil mich das super nervt und ich weiß. Du musst einfach lernen, nein. Einfach nein zu sagen. Die Leute sollen einfach auf der Leitstelle anrufen. Ja, dumm, aber jedes Mal, wenn so ein Anruf quasi bei mir kommt, dann schwören mir die Leute, dass sie es echt schon versucht haben. Ja, genau. Wann denn? Um 23.50 Uhr oder was? Es haben zwei Leute jeden Tag die Leitstelle. Zwei. Also ich habe auch schon angerufen, ist keiner dran gegangen. Dann sind sie wahrscheinlich gerade im Vertrag oder sowas. Ich meine, ja, also es ist nicht unmöglich, dass keiner an die Leitstelle geht. Ja, aber tut mir leid, wir müssen irgendwie so ein bisschen arbeiten. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Was war halt noch aufregend, erzähl mal. Ach scheiße, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe heute den ganzen Tag. Ach egal. Halt erstmal ein bisschen gearbeitet mit Denver, geguckt, ob wir heute Termine haben. Ich bin noch nicht so richtig wieder reingekommen. Wie war die Reihenfolge? Dann war irgendwie... Denver hat gestern irgendwie für einen Haufen Geld McElroy einiges an Perlen abgekauft. Dann wollte Denver unbedingt ins Pearls, um da nochmal, weil meine Aussage nicht gut genug war, wollte er unbedingt ins Pearls und da nochmal nachfragen, ob das so stimmt, was ich ihm erzählt habe, die Perlen. Genau das gleiche hat er dann zu hören bekommen und dann hat er es natürlich plötzlich geglaubt. Klasse. Das heißt, ich musste dann da organisieren, dass wir da ins Pearls kommen, bla bla bla. Während ich in Pearls war, rief mich Marcus an. Das war der nervige Part heute. Marcus war beim Telefonat sturzbesoffen. Oh, wow. Das war um 20 Uhr oder so. Sogar früher, glaube ich. Das heißt, ich habe versucht herauszufinden, erstens, was los ist. Und dann meinte er zu mir, ja, ich bin schon am Freitag am Durchtrinken. Ich habe heute erst erfahren, dass Sonntag ist. Dachte, es ist noch Freitag. Dann habe ich versucht herauszufinden, wo er ist und dass er da unbedingt bleiben sollte. Habe mich dann von Denver, also ich habe halt Denver gesagt, Denver, ich muss einem Freund helfen, könnte ich schon mal ein bisschen Feierabend haben und könntest du mich da eventuell auch noch hinfahren? Und Denvers erste Frage war, ist das so eine Hilfe, wo man eigentlich das PD rufen sollte? Und ich meinte, nein, nicht so eine Hilfe.
hat er mich da hingefahren. Markus war zum Glück zu Hause. Ich habe ihm gesagt, er soll auf jeden Fall drin bleiben. Als ich da ankam, hat er sich gerade schon wieder mehr Alkohol bestellt, nach Hause liefern lassen. Und ja, viele, viele Flaschen Tequila gekauft. Vor der Haustür. Ja, dann habe ich ihn reingeschickt. Habe ihm zumindest immerhin 5 Flaschen Tequila abgenommen. Weil ich meinte, ja, ich möchte auch mittrinken. Und habe raus wirklich mindestens eine Stunde lang versucht rauszufinden, was los ist. Bin alle möglichen Eventualitäten durchgegangen. Ich bin mit ihm den Freitag durchgegangen, was passiert ist und so weiter und so fort. Hab sich rausgefunden. Keine Ahnung. Leonora kommt erst am Dienstag wieder. Das heißt, auf die kann ich schon mal nicht sehen. Ja, dann hat Finn irgendwann angerufen. Und dann meinte ich halt nur zu Finn, ja, hi, super, dass du diesen, ich melde mich häufiger bei dir, Anruf gerade machst, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was soll ich mit Markus machen. Der ist sturzbesoffen. Und Finn weiß anscheinend, was los ist. Okay, und hat sie nicht gesagt? Nein, er wollte es mir partout nicht sagen. Auch nachdem ich wirklich nochmal 2 Stunden mit, also Finn war bei diesem Crash Derby im Norden, weil er das mit ausgerichtet hat von Bahama Mamas. Und meinte dann so, ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, Harriet, also selbst wenn du die Antwort weißt, warum er trinkt, selbst dann kennst du keine Lösung dafür. Dann kennst du Finn, ja. Das Einzige, was du machen könntest, wäre ihn dir zu mir zu bringen vielleicht. Und ich so, ja, wirklich jetzt, wie soll ich denn jetzt Markus alleine zu dir in den Norden bringen? Weil auf dem Motorrad kann der Mann sich hier sicherlich nicht mehr festhalten. Also habe ich den DOJ-Chauffeur missbraucht und meinte, ich brauche eine private Fahrt. Das hat er zum Glück auch gemacht, weil ich ihn sehr gut kenne. Und bin mit Markus zu diesem Crash-Derby gefahren. Das war dann gleichzeitig der ein bisschen lustige Teil heute, weil ich habe da dann einmal bei Jimmy Dinkelberg, also dem Arzt aus dem Norden, und bei Brian vom Taxi tatsächlich eine Runde mitgedreht. Das war super witzig. Ja, aber ich hatte weiterhin 2 Stunden lang den besoffenen Markus an der Backe, der ja nicht aufhören wollte zu trinken. Und Finn hatte dann irgendwann keine Lust mehr drauf und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und Markus hat die ganze Zeit genervt, dass er zu dieser Paletti-Party möchte. Dass wir dann, als das Event vorbei war, zu dieser Paletti-Party noch gefahren sind im Stadtpark. War schon hier, die Cranberry-Bar hat irgendwie aufgemacht. Ja. Oder so. Nee, die war, glaube ich, zur Bewerbung. Ja, das ist auch immer. Dann sind wir da noch hin, da gab es dann natürlich kostenlos Alkohol, yay, klasse. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Markus dann einfach stehen lassen. Ich konnte nicht mehr. 3 Stunden, dem besoffenen Markus, der nicht aufhört zu trinken, die aber auch nicht sagt, was los ist, auf gar keinen Fall. Ja, das war schlimmer als mein Studium. Darauf hat mein Studium mich nicht vorbereitet. Oh. Ja, dann hat Finn mich ständig zwischendurch angerufen und hat gemeckert, du kannst mich doch jetzt nicht mit Markus alleine lassen, was soll denn das? Komm wieder zurück. Und ich so, nein, ich habe keine Lust mehr, du behältst ihn jetzt. Ja, so ein bisschen Mutter-Vater schreit, wer jetzt das Kind behalten darf, das Nervige. Oder behalten muss, sagen wir es ja so. Am Ende haben wir es dann so gemacht, weil Markus dann auf Toilette gegangen ist, dass ich Finn gesagt habe, Finn, fahr doch einfach nach Hause, lass ihn einfach stehen, Mann. Er hat ja die anderen 2 Tage auch überlebt, ja? Und dann habe ich ihn tatsächlich einfach stehen lassen, weil es ging einfach gar nicht mehr. Es war nur noch nervig. Ja, Finn wollte mir trotzdem partout nicht verraten, was der Grund dafür ist. Obwohl ich ihn 20 Mal gebeten habe und ihm gesagt habe, guck sie doch einfach an. Ich meine, ne, ich kann halt nichts machen, wenn ich nicht weiß, warum. Und ja, das heißt, ich werde mir das wahrscheinlich morgen auch wieder antun können und hoffe dann Dienstag auf Leonor. Das Problem ist halt, dass ich dann deswegen heute 3 Stunden auch nicht arbeiten konnte während meiner Arbeitszeit. Das war ein bisschen problematisch, weil ich auch halt gestern schon meinte, ja, ich müsste mal ganz kurz weg und dann heute wieder meinte, könntest du mich, also das wird halt aktuell ein bisschen viel mit dem, ich müsste mal. Ja. Dann das Thema TÜV wieder. Wo ich mich dann komplett alleine drum gekümmert habe, weil er schon lieber am Pokertisch stand und da irgendwie um dieses Auto gespielt hat. Das heißt, ich kümmere mich mittlerweile um Chief-Angelegenheiten auch einfach selbst, wenn er keine Zeit hat. Ja. Ja.
Dann kommt Denver noch auf die wunderbare Idee, mich zu fragen, warum ich denn so schlechte Laune habe. Will ich Ihnen das gerade erzählen? Kommt natürlich wieder Elena um die Ecke. Und dann meine ich so, ja gut, nee. Dann fahre ich jetzt mit Richmond noch irgendwie eine Runde und fahre nach Hause. Ja. Also wieder perfektes Timing quasi. Ja. Und dann den Rest kennst du eigentlich. Dann bin ich mit Richmond hier nach Hause gefahren. Ja. Er wollte den Roller probieren, um zu gucken, ob das was für ihn ist. Und den Rest kennst du. Ja, vielleicht. Also ich habe heute gearbeitet, ja. Ja. Wir hatten heute ein Gespräch mit Alice Letters. Mhm. Dann habe ich ein Haus zurückgekauft. Was war denn Alice Letters? Es geht um die Bewerbung der Stadtteile. Da hat Nami einen Auftrag für gegeben. Ah ja, okay. Dann habe ich mir ein Auto gekauft. Was für eins? Ein Vigero Breitbau. Ist nicht dein Ernst? Doch. Vigero, ja? Ja, Breitbau. Vigero, ja? Ja. Mhm. Was gibt's da jetzt zu lachen? Sagen wir so. Ich musste eventuell, gestern bestand mein Tag eventuell daraus, dafür zu sorgen, dass Denver eine Probefahrt in einem Vigero bekommt, den er sich kaufen wollte. Tja. Tja. Ich hab ihn direkt gekauft. Naja, hab ich schon verstanden. Ich glaube, es ging auch nicht um den Breitbau. Oder hat er 170.000 gekostet? 180. 180. Ja, dann ist es doch der Breitbau gewesen. Ja. Deswegen, ja. Schön. Dann weiß ich ja demnächst, um welches Auto es ging. Und wir haben keinen Platz mehr im Vorgarten. Könntest du aufhören, Autos zu kaufen? Natürlich habe ich noch Platz. Na gut. Muss die Autos nur eins nach hinten, dann hinten und dann habe ich da noch ein bisschen Platz. Na gut. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, dann war das Treffen. Mhm. Ach nee, davor hatte ich noch einen Anruf von Krass. Mhm. War das ein schlimmer Anruf? Ja. Hm, worum geht's? Ja, ihm ist zugetragen worden. Kennst du das Dino-Diner? Oh. Was? Kennst du das Dino-Diner? Ach, das mit dem lila Dino, oder? Hm, hinten in... kurz nach der Abfahrt Sandy Shores. Na, ich bin da, glaube ich, schon insgesamt zweimal dran vorbeigefahren, ja. Hinter dem Diner sind Trailer. Mhm. Und ihm wurde zugetragen, dass einer meiner Makler angeblich ein Angebot abgegeben haben soll, dass man einen Trailer für 150.000 verkaufen kann. Mhm. Also kaufen kann, Entschuldigung. Mhm. Und die sind nicht verkäuflich. Doch, sind sie, aber nicht für den Preis. Achso, okay. Trailer kosten wir uns 20 glatt. Egal, wo der steht. Ja, das ist ja wirklich ein bisschen teuer, ne? Ja, das Problem daran ist, es war keiner meiner Mitarbeiter. Es war Bobo Banza? Weiß ich nicht. Achso. Er hat mir keinen Namen genannt. Hä, aber das kann ja dann nur eine Abzocke sein, weil die wenn ja dann offensichtlich hoffentlich keine Häuser oder Trailer aufschließen für Leute, wenn die den 150.000 dann in die Tasche stecken. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer das war. Angeblich sollte einer meiner Mitarbeiter gewesen sein. Hm. Vielleicht einer der Ex-Mitarbeiter, man weiß ja immer nicht, wie alt die Geschichten sind, weißt du? Bis die mal zu Krassenburg kommen. Ja, mal gucken. Ich werde mit ihm nochmal drüber reden und sagen, was soll der Scheiß hier? Dann war das Treffen und ja, jetzt bin ich hier. Warum genau bist du jetzt direkt mit dem Messer gekommen? Warte mal gucken, wie das mit dem Anzug wirkt. Soll ich verarschen? Ja. Gut, warum also hattest du das Messer dabei? Wirklich einfach nur Spaß. Okay. Hast du das nicht gesehen? Ich habe es quasi rausgeholt, als du meintest, der Mantel ist meiner. Ich habe dich nicht kommen sehen, tatsächlich.
Richmond habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass du schon kommst. Ich habe auf den Mantel geguckt, dass er mir den schnell gibt. Ja. Als er mit dem Mantel aus dem Haus kam, habe ich ihn darauf hingewiesen, dass du da irgendwie schlechte Erfahrungen mit hast. Leute, deine Sachen nehmen. Mhm. Ich dafür, dass sie alle nicht so modebewusst sind, ich. Ja, das war mein Tag. Jetzt bin ich hier. Hi. Hab dich vermisst. Dich auch. Na dann lass dich mal kraulen, ne? Hast du gestern eigentlich noch geguckt? Ich hab da irgendwas mitgekriegt. Ich hab tatsächlich einfach irgendeinen Horrorfilm angemacht. Oh Gott, ich hasse Horrorfilme. Ja, deswegen gucke ich die ja, wenn du schläfst. Ach so, und dem wird das. Aber ich war auch ein bisschen abgelenkt. Ich weiß nicht mehr, worum es genau ging. Wovon warst du denn abgelenkt? Ne? Ich hab's einfach sehr genossen, dich zu kraulen, ne? Und wie gesagt, ich war fast ein bisschen überrascht, dass du auch im Schlaf lächeln kannst. Ja, kann. Und du sahst ausnahmsweise beim Schlafen mal wieder friedlich aus. Das war schön. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bleib cool.